Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit Ihnen ein Thema besprechen, das vielleicht sehr kontrovers sein mag für einige. Und gleichwohl ist es eines der wichtigsten Themen, die wir überhaupt besprechen könnten. Es geht heute um erfolgreiche Kindererziehung. Wir alle möchten ja gerne, dass unsere Kinder wohlbehalten durchs Leben gehen, wenn wir Eltern sind oder auch Großeltern, dass unsere Enkelkinder Erfolg haben. Aber manche meinen, das kommt so ganz automatisch. Man bräuchte da gar keinerlei Erziehung walten zu lassen. Die würden schon von alleine verstehen, wie sie sich zu verhalten haben. Nun, das ist ein grober Irrtum. Und die Tatsache ist die, dass heute ja auch Rede davon Zeugnis gegeben wird, wie verkehrt diese Auffassung ist. Wie wir heute noch sehen werden, ist auch die Auffassung der sogenannten anti-autoritären Erziehung eine total verkehrte. Eine solch falsche Auffassung, die sogar von dem Begründer dieser Erziehungsmethode, dem Herrn Spock, nachher widerrufen wurde, als falsch anerkannt wurde. Nur war damals dann bereits schon der Schaden getan. Haben wir als Eltern, wenn wir Eltern sind, eine Funktion, eine Rolle, eine Verantwortung bezüglich der Kindererziehung? Die Bibel sagt uns deutlich, dass wir eine sehr große Verantwortung haben, aber sie verknüpft damit auch Warnungen. Im Epheserbrief, im 6. Kapitel, lesen wir eine sehr berühmte Ermahnung. Und ich möchte zu Beginn dieser Predigt diese einmal vorlesen, in Epheser Kapitel 6 und in Vers 4. Da wird nämlich eine Mahnung ausgesprochen, die sich an die Väter wendet, aber wie wir noch sehen werden, sind Mütter auch damit eingeschlossen. Da heißt es hier in Epheser 6 und Vers 4, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also hier wird erst was gesagt, was wir nicht tun sollen, und dann wird aber auch gesagt, was wir eben tun müssen. Väter und Mütter sind hier angehalten, ihre Kinder in einer göttlichen Umgebung großzuziehen. Kinder lernen, was sie sehen. Wenn Kinder in einer Umgebung groß werden, die von Gott nichts wissen will, dann kann man nicht erwarten, dass Kinder eine göttliche Auffassung an den Tag legen werden. Wir geben durch unsere Taten und durch unsere Worte ein erzieherisches Beispiel. Das mag positiv sein, das mag negativ sein. Unsere Worte müssen mit unseren Werken einhergehen. Wir dürfen dir keine gemischten Signale geben. Wir dürfen nicht etwas sagen und dann das Gegenteil davon tun. Wenn wir zwar mit Worten lügen, stehlen, Ehe brechen und andere Dinge ablehnen, aber dann durch unser Verhalten den Kindern zeigen, dass wir es damit nicht so ernst nehmen, dann ist natürlich nicht zu erwarten, dass unsere Kinder unseren Worten Glauben schenken. Im 5. Buch Mose lesen wir eine interessante Stelle im 6. Kapitel und in Vers 25. 5. Buch Mose, Kapitel 6 und Vers 25. Und denken wir daran, dass der Apostel Paulus uns gesagt hat, wir sollen unsere Kinder erziehen in der Zucht und in der Ermahnung des Herrn. In 5. Buch Mose 6 und Vers 25 lesen wir nämlich Folgendes. Und das wird unsere Gerechtigkeit sein, dass wir alle diese Gebote tun und halten von dem Herrn, unserem Gott, wie er uns geboten hat. Wir müssen selbst gerecht leben, wenn wir Gerechtigkeit anderen, spezifisch unsere Kinder, vermitteln wollen. Und wie wird Gerechtigkeit hier definiert? Dass wir die Gebote Gottes halten. Nun, wenn wir dies tun, dann werden unsere Kinder schnell Fragen stellen. Warum tust du das? Warum tust du das nicht? Und 5. Mose Kapitel 6 und die Verse 20
und 21 zeigt uns dies deutlich, dass das geschehen wird. In 5. Mose Kapitel 6 und Vers 20 lesen wir: Wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird, was sind das für Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat, Vers 21, so sollst du deinem Sohn sagen. Und in diesem spezifischen Fall ging es darum, dass diese Gebote mit dem Passa, dem alttestamentlichen Passa, zusammenhingen. Und der Vater sollte dann seinem Sohn erklären, warum das Passa gehalten wurde. Dass es damit zusammenhing, dass damals Israel aus Ägypten durch Mose herausgeführt wurde aus der Sklaverei. Aber das gilt auch für heute. Wenn wir zum Beispiel Gebote halten, wie zum Beispiel den Sabbat, die Zeitspanne von Freitagabend bis Samstagabend, und nicht wie es die meisten Menschen heute tun, den Sonntag, wenn die dann am Samstag den Wagen waschen oder ins Geschäft gehen und wir tun dies nicht, dann werden unsere Kinder natürlich uns Fragen stellen und wissen wollen, warum wir das so tun. Oder wenn wir zum Beispiel das Weihnachtsfest nicht halten, wo doch die große Mehrheit der sogenannten christlichen Zivilisation das Weihnachtsfest hält, dann werden die uns Fragen stellen. Und wir müssen dann natürlich auch bereit sein, Antworten zu geben, dem Bildungsgrade des Kindes angemessen. Eltern sollten eine solche Gelegenheit nie ungenützt verstreichen lassen. Wenn Kinder Fragen stellen, sollten die Eltern antworten. Und sie sollten natürlich auch ihre Kinder unterrichten, selbst wenn keine Fragen gestellt werden. Wir lesen dies in 5. Mose Kapitel 6 und die Verse 6 und 7. 5. Mose Kapitel 6 und die Verse 6 und 7. Und da heißt es: Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen, sagt Gott den Israeliten, sagt Gott uns heute. Die Gebote, die Gott uns heute gebietet, die sollen wir zu Herzen nehmen. Die sollen wir nicht vernachlässigen oder beiseite schieben, sondern zu Herzen nehmen, Teil unseres inneren Wesens machen. Aber damit ist es nicht genug, denn wir sprechen heute ja von Kindererziehung. Und so lesen wir weiter: Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Keine Gelegenheit sollte ungenützt verstrichen werden. Man sollte immer, wenn es die Gelegenheit fordert, von Gottes Geboten sprechen. Das heißt nicht unbedingt, dass man jetzt Bibelstellen anführen muss. Es geht um Prinzipien. Es geht darum, Kindern zu zeigen, wie man gerecht leben sollte. Aber das Problem ist natürlich, wenn wir uns selbst nicht sicher sind, ob Gottes Gebote immer zu allen Zeiten gehalten werden müssen, dann können wir auch diese unsere fragwürdige Überzeugung nicht unseren Kindern dadurch mitteilen, dass wir sie dann in der Zucht und der Mahnung des Herrn erziehen. Schauen Sie, wenn wir meinen, es gibt durchaus Gelegenheiten, wo man lügen kann, wo man stehlen kann, wo man töten kann, sei es durch Abtreibung, sei es im Krieg, wo man Ehebruch begehen kann, wo man zum Beispiel das Gebot des Sabbats nicht mehr zu halten braucht oder jedenfalls nicht Konsequenz und so weiter und so fort, dann können wir natürlich nicht diese Prinzipien in überzeugender Art und Weise unseren Kindern nahebringen. Wie können wir unsere Kinder dann in der Zucht und in der Ermahnung des Herrn erziehen? Nun, wir lasen bereits im Epheserbrief in Kapitel 6 und Vers 4, dass wir unsere Kinder nicht zum Zorn reizen sollten. Nun, das kann auf vielerlei verschiedene Weisen geschehen. Schauen wir uns eine Parallelstelle an in Kolosser Kapitel 3 und in Vers 21. Kolosser Kapitel 3 und Vers 21. Und da heißt es: Erbittert eure Kinder nicht, dass sie nicht scheu werden. Erbittert eure Kinder nicht, dass sie nicht scheu werden. Wenn wir zum Beispiel zu viel von unseren Kindern auf einmal verlangen, kann dies zur
Erbitterung führen, kann dies dazu führen, dass sie scheu werden, dass sie entmutigt werden oder dass sie zornig werden. Zornig mit sich selbst, zornig mit ihrem Mitschüler, der scheinbar mehr erbringt, eine bessere Leistung erbringt als sie selbst. Es ist notwendig, dass wir nicht das Gefühl unseren Kindern vermitteln, dass sie zu allem untauglich sind, dass sie nicht in der Lage sind, tüchtige Leistungen zu erbringen, dass wir immer nur an denen herummäkeln, dass wir sie immer nur kritisieren, wenn sie nicht unseren Ansprüchen genügen, wenn wir ihnen niemals Lob aussprechen für das, was sie getan haben oder Ermutigung geben, das nächste Mal es besser zu machen. Wenn wir dies nicht tun, dann kann es dazu führen, dass unsere Kinder scheu werden und, wie ich sagte, erbittert werden, vielleicht sogar zornig werden. Es ist notwendig, natürlich, dass wir gewisse Prinzipien weitergeben, aber es ist auch genauso notwendig, dass wir Ermutigung und Trost spenden. Wir finden eine interessante Bibelstelle im 1. Thessalonikerbrief in Kapitel 2, in den Versen 10 bis 12, wo uns der Apostel Paulus etwas sagt, wie er mit der Kirche verfahren ist. Aber er vergleicht dies mit Kindererziehung, wenn wir uns diese Stelle genau anschauen. Und da gibt es sehr viele Prinzipien, die er hier anführt, wie man richtig seine Kinder erziehen sollte und wie dann natürlich auch ein Prediger der Gemeinde gegenüber sich verhalten sollte. In 1. Thessaloniker Kapitel 2 lesen wir die Verse 10 bis 12. 1. Thessaloniker Kapitel 2 und die Verse 10 bis 12. Und hier sagt der Apostel Paulus Folgendes: Ihr und Gott seid Zeugen, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir, wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen oder angefleht haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Da sind unwahrscheinlich viele Prinzipien hier aufgeführt, die einer erfolgreichen Kindererziehung beigegeben sind. Schauen Sie sich uns kurz einmal an. Paulus sagt, wir haben uns heilig und gerecht und untadelig bei euch erwiesen. Wir haben euch ermahnt, wir haben euch getröstet, wir haben euch angefleht oder man könnte auch sagen ermutigt oder dazu angehalten, ein würdiges Leben zu führen, ein Leben würdig des Reiches Gottes. Alle diese Prinzipien sind notwendig, wenn man ein Kind auf den richtigen Weg bringen will und auch dazu anhalten will, dann auf diesem Weg zu bleiben. Schauen Sie, Eltern, die ihre Kinder gottwürdig erziehen wollen, die müssen sie ermahnen, die müssen sie trösten, die müssen sie dazu anhalten, den richtigen Weg zu gehen. Aber um dies tun zu können, um dies wirksam tun zu können, müssen sie, wie auch der Apostel Paulus hier es selbst gesagt hat, die müssen ihr eigenes Leben auf der Basis heiliger, untadeliger und gerechter Grundsätze führen. Das hat der Paulus ja zunächst einmal getan. Und dann hat er sie angeleitet, es ebenfalls zu tun. Und wenn man von gerecht spricht hier, dann bedeutet das im Zusammenhang von Kindererziehung, dass man den Kindern gegenüber sich gerecht verhält. Zum Beispiel, wenn man mehrere Kinder hat, dass man das eine Kind nicht dem anderen bevorzugt oder sagt, dass man es lieber hat als das andere Kind. Oder dass man das eine Kind bestraft, aber das andere Kind für das gleiche Vergehen nicht bestraft. Und so weiter und so fort. Es geht also darum, dass man gleiche Grundsätze für gleiche Verhältnisse anwendet. Und dann lesen wir hier, dass die Eltern ihre Kinder ermahnen sollen, dem Beispiel zu folgen, das sie geben. Und dass sie die Kinder unterstützen sollen oder ermutigen sollen. Ermutigen sollen, auch weiterzumachen, wenn das Kind in Schwierigkeiten steckt, vielleicht entmutigt ist. Es geht darum, einem Kind Trost zuzusprechen, in positiver Weise. Viel zu viele Eltern
haben das nicht getan oder tun das auch nicht. Und das kann dazu kommen, dass das Kind sich dann isoliert fühlt, vereinsamt fühlt und möglicherweise dann, wie wir nachher noch sehen werden, sich einer Umgebung anpasst, die sehr, sehr gefährlich und schädlich für das Kind ist. Oder den Jugendlichen, den Teenager. Als Eltern müssen wir immer das Ziel der Kindererziehung im Auge haben. Und das Ziel ist, dass sie dem Wort Gottes gehorsam sein sollen. Nun, wie gesagt, man muss natürlich dem Kind schon im jungen Alter erklären, warum es zum Beispiel richtig ist, gewisse Dinge zu tun und andere Dinge nicht zu tun, die Gott erlaubt und verbietet. Es ist das Gebot Gottes ja kein Selbstzweck, sondern es ist ja eine Motivation dahinter. Wir sollen zum Beispiel nicht stehlen, weil dies zunächst einmal unseren eigenen Charakter natürlich sehr abträglich ist, aber es geht ja auch darum, dass man den anderen Nächsten, den soll man ja so lieben wie mich selbst. Und man liebt ihn ja nicht dann, wenn man von ihm etwas wegnimmt. Und so hat jedes der Gebote ein Prinzip, das wir den Kindern begreiflich machen müssen, sodass sie verstehen, warum Gott von uns erwartet, so zu leben, wie er es uns sagt. Im 1. Timotheusbrief lesen wir im 3. Kapitel und in Vers 4, was die Voraussetzungen für einen Geistlichen sind. Das heißt hier Bischof, damit ist ein Geistlicher gemeint, ein Prediger. Aber es gilt nicht nur für einen Geistlichen, einen Prediger. Das sind Prinzipien, die für jeden Christen gelten. Aber schauen wir uns einmal an, wie hier das Erfordernis für einen Geistlichen beschrieben steht. In 1. Timotheus Kapitel 3 und Vers 4 heißt es, dass ein Bischof, ein Geistlicher, seinem eigenen Haus gut vorstehen und gehorsame Kinder in aller Ehrbarkeit haben muss. Gehorsame Kinder. Heutzutage erlebt man das selten, dass Kinder gehorsam sind. Und dann heißt es im Titusbrief, in Kapitel 1 und Vers 6, auch hier geht es wiederum um das Erfordernis eines Geistlichen. Es heißt, er muss gläubige Kinder haben, die nicht im Ruf stehen, liederlich oder untadelig zu sein. Schauen Sie, die Bibel erwartet von uns, dass wir Kinder haben, die keinen schlechten Ruf haben, die nicht den Ruf haben, liederlich zu sein oder die voller Tadel sind. Die Bibel hält den Vater, die Mutter, verantwortlich dafür, dass man Kinder erzieht, die gehorsam sind, die keinen schlechten Ruf haben. Und dazu gehört es natürlich auch, dass man sich dieser Verantwortung voll und ganz bewusst wird und dann auch Maßnahmen ergreift, wenn diese notwendig sind. Es gibt nämlich Schlüssel, die man benutzen kann, um das Mysterium des Kindererziehens aufzuschließen. Wie ich sagte, die meisten Menschen heute sind total irregeführt. Die meinen, entweder man bräuchte gar nichts zu tun oder man tut es auf der Basis der antiautoritären Erziehung. Und wenn man das tut, dann ist natürlich der Misserfolg bereits schon vorgezeichnet. Schauen wir uns einmal an, was uns Gott sagt im Hebräerbrief. In Kapitel 12, in den Versen 5 bis 7. Hebräer Kapitel 12 und die Verse 5 bis 7. Hier wird nämlich davon gesprochen, wie Gott uns erzieht. Aber Gott ist unser Vater, der uns seine Kinder erzieht. Und so müssen auch wir als Eltern unsere Kinder in gleicher Weise erziehen, wenn wir Erfolg haben wollen. Hebräer Kapitel 12 und die Verse 5 bis 7. Schauen Sie, wie Paulus diese Stelle beginnt. Und ihr habt bereits den Trost vergessen. Also es geht hier zunächst einmal darum, dass wir getröstet werden sollen durch das, was Gott tut. Ihr habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet, wie zu seinen Kindern. Mein Sohn oder meine Tochter, achte nicht gering der Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Und dies ist eine Stelle, die aus den Sprüchen stammt, Sprüche 3, die Verse 11 und 12. Aber Paulus zitiert sie hier im Neuen Testament. Und dann fährt er fort zu sagen, es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst.
Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um? Denn wo ist ein Sohn, wo ist eine Tochter, den der Vater, den die Mutter nicht züchtigt? Nun, das sind schwerwiegende Worte. Worte, die heutzutage in der sogenannten antiautoritären Erziehung total ignoriert werden, abgelehnt werden, bespöttelt werden. Sogar werden diese Worte in grausamster Weise angefeindet. Aber das ist das, was uns Gott in seiner Bibel sagt. Und anhand dieser Textstelle können wir nun gewisse Methoden feststellen, die es auf die Kinder anzuwenden gilt. Nun, wir müssen dies genauer untersuchen, denn einige haben natürlich dies auch in falscher Weise verstanden und dann auch gewisse Methoden angewandt, die Gott nicht gut heißt. Zunächst einmal ist wichtig zu sehen hier, dass Gott uns züchtigt, weil er uns liebt. Und wenn wir als Eltern, als Vater und Mutter, unsere Kinder, unsere Söhne, unsere Töchter züchtigen, in richtiger Weise erziehen wollen, dann deshalb, weil wir sie lieben. Und es ist ausgesprochen wichtig, dass diese Liebe auch den Kindern gegenüber kommuniziert wird. Dass es deutlich gemacht wird, dass wenn es zu einer Bestrafung kommen muss, eine solche Bestrafung aus Liebe geschieht. Aber wir kommen nicht darum herum, unsere Kinder gelegentlich zurechtzuweisen. Und die Bibel sagt uns ja im Hebräerbrief, wie wir das gerade gelesen haben, in Kapitel 12, die Verse 5 bis 7, dass wir sie strafen müssen, dass wir sie züchtigen müssen, dass wir sie schlagen müssen. Doch, was bedeuten diese Worte genau? Was ist damit gemeint? Zunächst einmal zum Begriff der Züchtigung oder des Züchtigens. Wenn Sie einige griechische Kommentare zu Rate ziehen, dann wird Ihnen Folgendes gesagt. Ich zitiere zunächst einmal von der Young's Analytical Concordance zur Bibel. Da wird gesagt, dass das Wort Züchtigung so viel bedeutet wie Unterrichtung oder Schulung und Unterrichten oder Schulen. Nach Strong's Exhaustive Concordance zur Bibel bedeutet dieser Begriff Züchtigung, genauer gesagt, Unterricht. Das heißt, Bildung oder Schulung durch disziplinarische Zurechtweisung. Ein Kind erziehen, das heißt unterrichten oder disziplinieren durch Bestrafung, züchtigen, anleiten, lehren. Also es ist weitaus mehr damit gemeint, als lediglich ein Kind zu schlagen. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Man muss das alles im Zusammenhang sehen. Nun, biblisch gesehen ist nichts daran falsch, ein Kind, das Bestrafung verdient, zu bestrafen. Wenn ein Verhalten, das inkorrekt ist, Strafe erfordert, dann muss Strafe auch gegeben werden. Diese Idee dieser antiautoritären, liberalen Erziehung, dass man ein Kind sich selbst überlassen müsse, wenn es etwas Falsches getan hat, ist total verkehrt. Daraus lernt das Kind nichts. Aber eine Strafe darf niemals unverhältnismäßig sein. Sie muss immer dem Verhalten oder Missverhalten des Kindes angepasst sein. Sie muss auch konsequent sein. Sie darf nicht einmal gegeben werden und das nächste Mal dann verweigert oder aber nie gegeben oder zu oft gegeben werden. Denken wir auch nach wie vor daran, dass Gott uns züchtigt, weil er uns liebt. Schauen wir uns dies noch einmal in Offenbarung an, Kapitel 3 und in Vers 19. Offenbarung, Kapitel 3 und Vers 19. Da sagt uns Jesus Christus, und er spricht hier zu seiner Kirche, welchen ich lieb habe, oder welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige sie. So sei nun eifrig und tue Buße oder bereue oder ändere deine Gesinneshaltung. Lehne das Falsche ab, tue das Richtige. Die Motivation, warum Christus uns züchtigt,
ist, weil er eben aus Liebe heraus handelt, um uns dazu zu bringen, dem Falschen abzudanken und das Richtige zu tun. Und das muss eben auch die Motivation eines Elternteiles sein, des Vaters, der Mutter, wenn ein Kind bestraft wird. Es muss aus Liebe heraus geschehen, mit dem Ziel, es auf den richtigen Weg zu bringen und dort dann auch zu behalten. Nun, was bedeutet es, wenn wir lesen, dass Gott uns straft? Und was bedeutet es für die Eltern, ihre Kinder zu strafen? Wie wir gesehen hatten, Gott straft uns. Und so müssen wir als Eltern eben auch unsere Kinder bestrafen. Aber was ist damit gemeint? Und wie tut man das auf die richtige Weise? Das griechische Wort für strafen lautet, und das Wort ist elektro, und die Young's Concordance definiert es als überzeugen oder auch verurteilen. Überzeugen oder auch verurteilen, wenn etwas falsch getan worden ist. Die Enzyklopädie und Concordance von Strong's schreibt, es bedeutet so viel wie ermahnen oder verurteilen, überzeugen, auf einen Fehler aufmerksam machen, strafen und tadeln. Nun, aus diesen Definitionen ergibt sich Folgendes. Es ergibt sich, dass wir unsere Kinder nicht nur strafen sollen, weil uns gerade so dazu zumute ist, sondern wir müssen zunächst einmal ihnen erklären, was sie falsch gemacht haben. Warum eine Strafe erfolgt. Sie müssen ihren Fehler begreifen. Sie müssen begreifen, dass was sie getan haben falsch ist und dass die Strafe erfolgt, um sie dazu anzuhalten, das Falsche nicht erneut wieder zu tun. Aber wie ich sagte, es muss auch klar gemacht werden, dass dies aus Liebe erfolgt. Und so ist es wichtig, dass wenn eine Strafe erteilt wird, dass dann auch erklärt wird und dem Kind gegenüber deutlich gemacht wird, dass wir es nach wie vor lieben und dass wir es bestrafen, weil wir es lieben und dass wir eben nicht wollen, dass etwas Schädliches oder Negatives dem Kind zugefügt wird. Und dann kommt das ganz besonders provozierende Wort, das so kontrovers ist in so vielen Gegenden heute. Im Hebräer Kapitel 12 wird nämlich auch davon gesprochen, dass Gott jeden Sohn schlägt, den er annimmt. Und als Eltern haben wir auch die Verantwortung, unseren Sohn zu schlagen oder unsere Tochter. Aber auch hier gleich gesagt, um voreiligen Schlüssen vorzubeugen, schauen wir uns zunächst einmal an, wie Gott uns schlägt. Er tut dies nämlich auf sehr viele und mannigfaltige Weise. Die Enzyklopädie und Konkordanz von Strong's definiert dieses Wort als prügeln, aber wörtlich als auch im übertragenen Sinne. Nun, gleich vorweg gesagt, es gibt für einen körperlichen Missbrauch niemals eine Rechtfertigung. Das ist nicht hier mit dem Wort schlagen gemeint. Auf der anderen Seite ist es aber genauso verkehrt, körperliche Züchtigung grundsätzlich abzulehnen und zu sagen, dass körperliche Züchtigung gleichbedeutend sei mit körperlichem Missbrauch. Und von daher darf man es nicht anwenden. Nun, auch hier wiederum ein Wort zur Mahnung. Es gibt verschiedene Länder in unserer sogenannten aufgeklärten westlichen Welt, die jedwede körperliche Züchtigung unter Strafe stellen. Oder die sagen, dass wenn ein Elternteil sein Kind körperlich züchtigt, in irgendwelcher Weise auch immer, dann kommt sofort die Regierung daher und nimmt einem das Kind weg. Wir müssen als Eltern sehr aufpassen, dass uns das nicht widerfährt. Und wir müssen hier auch sehr große Diplomatie und Weisheit an den Tag legen. Es geht mir hier darum, Ihnen die Prinzipien zu zeigen, wie sie in der Bibel aufgeführt sind. Denn die Bibel macht deutlich, dass eine Haltung gegen Bestrafung sehr schädlich ist. Schauen wir uns Sprüche Kapitel 13 einmal an und Vers 24. Sprüche Kapitel 13 und Vers 24. Und da lesen wir in Sprüche Kapitel 13 und Vers 24, wer seine Rute, andere Übersetzungen haben hier seinen Stock,
seinen Paddel, was man immer hier anwenden will, wer seine Rute, und zwar buchstäblich als auch sinnbildlich, wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Also der handelt nicht aus Liebe, sondern aus mangelnder Liebe, die manchmal dem Hass gleichbedeutend ist. Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten oder auch frühzeitig. Es geht hier um angemessene Züchtigung. Natürlich züchtigen wir keinen Jugendlichen oder Erwachsenen mehr in dieser Weise. Das muss sehr früh in der Entwicklung des Kindes erfolgen. Wir müssen auch stetig uns vor Augen halten, dass wir es tun, weil wir unser Kind lieb haben. Und wie ich schon sagte, eine Züchtigung darf nie zu körperlichen Verletzungen bei dem Kind führen. Und unkontrolliertes Prügeln ist sowieso abzulehnen. Oder Prügeln aus Wut. Oder weil man nicht mehr weiß, wie man weiter mit seinem Kind umgehen soll. Das sind alles natürlich Dinge, die keineswegs richtig sind. Die Ryrie Study Bible kommentiert diese Stelle, die wir gerade gelesen haben, im Buch der Sprüche, folgendermaßen. Die hier angesprochene Züchtigung meint eine Erziehung entweder durch Worte oder durch Taten. Also es kann durchaus durch Worte geschehen, aber wenn Worte nicht genügend sind, genugsam sind, wenn die nicht ausreichend sind, dann muss man natürlich auch zu härteren Mitteln greifen. Im Buch der Sprüche, Kapitel 23, lesen wir auch die Verse 13 und 14. Sprüche 23 und die Verse 13 und 14. Und da heißt es, lass nicht ab, den Knaben zu züchtigen, denn wenn du ihn mit der Rute schlägst, so wird er sein Leben behalten. Du schlägst ihn mit der Rute, aber du errettest ihn vom Tode. Nun, wie wir noch sehen werden, kann das ganz buchstäblich der Fall sein, dass man, wenn man ein Kind körperlich züchtigt, in angemessener und liebevoller Weise, man das Kind davor bewahrt, sogar im späteren Leben frühzeitig zu sterben. Die Ryrie Study Bible meint zu dieser Stelle, ein weiser Lehrer warnt vor einer Vernachlässigung des Kinderdisziplinierens. Disziplin mag ein Kind vor einem vorzeitigen Tod bewahren. Nun, wie ist das vielleicht zu verstehen? Nun, denken Sie sich, wenn ein Kind zum Beispiel nicht Strafe erhält für falsches Tun, dadurch möglicherweise ermutigt wird, weiterhin falsch zu tun, dann kann es sehr leicht dazu kommen, dass er dann in eine falsche Umgebung kommt, sich Banden anschließt, die dann mit Drogen handeln, mit Marihuana handeln, die vielleicht Räuberbanden werden, die rausgehen, um zu stehlen, um andere Leute zu bestehlen, und vielleicht kommen sie dann in auch Situationen, wo sie dann zum Messer greifen und vielleicht noch zu schlimmeren Dingen. Und dann kann es sehr leicht dazu kommen, dass letztendlich ein Kind sich selbst überlassen, das nicht diszipliniert worden ist, dann sich einer Gruppe anschließt und dann möglicherweise in einer solchen Konfrontation frühzeitig stirbt. Oder es kann auch zum Selbstmord kommen, wenn es dazu führt, dass totale Ermutigung dann sich einstellt. In Sprüche 19 und Vers 18 lesen wir Folgendes. Sprüche 19 und Vers 18. Züchtige deinen Sohn, solange Hoffnung da ist, aber lass dich nicht hinreißen, ihn zu töten. Die Lamsa-Übersetzung schreibt hier, züchtige deinen Sohn, solange Hoffnung da ist, aber lass keine Schande über deine Seele bringen. Auch das wird nachher noch deutlich werden, was damit gemeint ist. Die Ryrie Study Bible schreibt, vernachlässige die Kindeserziehung und die Kindeszüchtigung nicht, auf dass nicht der Tod über den Sohn komme. Auch hier wiederum das gleiche Prinzip. Wenn wir uns unserer Verantwortung als Eltern nicht bewusst sind, unsere Kinder auf die richtige Weise zu erziehen, kann es dazu kommen, dass unsere Kinder sogar einen frühzeitigen Tod sterben. Wieso? Wieso ist dies möglich? Schauen Sie, wir haben eine Menge gehört bereits von Nachlässigkeiten in der Kindererziehung.
Aber eines wird selten heute erwähnt. Die Tatsache nämlich, dass wir das Kind aus fürsorglicher Liebe disziplinieren müssen, um es auf den rechten Weg zu bringen und von dem falschen Wege abzuhalten. In Sprüche Kapitel 22 und Vers 15 wird uns nämlich gesagt, Sprüche Kapitel 22 und Vers 15, wieso es zu einem sogar vorzeitigen Tod kommen kann, eines Kindes, wenn es nicht diszipliniert wird. Sprüche 22 und Vers 15 sagt uns, Torheit steckt dem Knaben im Herzen, aber die Rute der Zucht treibt sie ihm aus. Torheit steckt dem Knaben im Herzen. Eine nicht überwundene Torheit in jungen Jahren kann dazu führen, dass man in älteren Jahren fatale Konsequenzen erleben wird. Eine solche interessante Stelle finden wir in 5. Buch Mose Kapitel 21, die Verse 18 bis 20. Und da wird noch nicht einmal unbedingt gesagt, dass die Eltern an diesem Versagen des Kindes eine Rolle hatten. Aber wenn natürlich die Eltern erstmal ihrer Verantwortung gar nicht bewusst sind, dann kann man natürlich deutlich sehen, wie dies dazu führen kann. Aber auch dann haben die Eltern noch eine gewisse Verantwortung. Sicherlich, das Kind ist jetzt erwachsen geworden, es ist sich selbst verantwortlich, aber auch hier geht es darum, dass die Eltern nicht in irgendeiner Form falsches Verhalten billigen. Schauen Sie, was hier in 5. Mose 21, die Verse 18 bis 20 geschrieben steht. 5. Mose 21, die Verse 18 bis 20. Da heißt es, wenn jemand einen widerspenstigen und ungehorsamen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht. Also es geht hier um die Erziehung durch beide Elternteile. Und auch wenn sie ihn züchtigen, ihnen nicht gehorchen will, so sollen ihn Vater und Mutter ergreifen und zu den Ältesten der Stadt führen und zu dem Tor des Ortes und zu den Ältesten der Stadt sagen, dieser, unser Sohn, ist widerspenstig und ungehorsam und gehorcht unserer Stimme nicht und ist ein Prasser und ein Trunkenbold. Aus dem nächsten Vers geht hervor, dass dann die damals höchste physische Strafe angewendet wurde, und zwar die Todesstrafe durch Steinigung. Nun, heute sind natürlich von Eltern solche Strafen nicht zu verhängen, das ist klar. Wir als Christen dürfen ja noch nicht einmal unsere Feinde töten, geschweige denn unsere eigenen Kinder. Aber es geht doch darum, dass wir verstehen müssen, dass wir als Eltern nicht sogar gemischte Signale setzen dürfen. Und wenn zum Beispiel unser Kind, vielleicht sogar jetzt unser erwachsenes Kind, in einer totalen falschen Weise lebt, irgendwie nicht meinen, wir müssten jetzt tolerant sein, um dies auch dem Kind gegenüber so zum Ausdruck zu bringen, dass wir also auch insoweit da gar nichts dagegen haben. Als Christen, die wir Gottes Wort gehorsam sein müssen, müssen wir zu allen Zeiten für die Wahrheit eintreten. Wir hatten bereits gesehen, jetzt in diesem Kapitel von 5. Buch Mose Kapitel 21, dass hier sowohl der Mann als auch die Frau Anteil haben an der Erziehung und natürlich dann auch Verantwortung haben für ihre Kinder. Und dies wird auch immer wieder deutlich in der Bibel. Es geht nicht nur darum, dass der Vater seinen Teil tut, es geht auch darum, dass die Mutter ihren Teil zu tun hat. Und wie wir jetzt sehen werden, in vielen Fällen sogar weitaus mehr, als wir dies vielleicht angenommen haben. In Sprüche Kapitel 1 und Vers 8 lesen wir Folgendes. Sprüche Kapitel 1 und Vers 8. Da heißt es, mein Sohn, gehorche der Zucht deines Vaters und verlass nicht das Gebot deiner Mutter. Also hauptsächlich wird natürlich körperliche Züchtigung durch den Vater erfolgen, aber die Mutter hat auch ihren Teil und sie muss ihr Gebot dem Kind deutlich machen. Sprüche Kapitel 29, Vers 15 fährt dann fort, uns in der Beziehung noch Folgendes zu sagen. Sprüche Kapitel 29 und Vers 15. Da heißt es, Rute und Tadel gibt Weisheit,
Also dadurch wird die Torheit des Knaben, die Verstocktheit, die Widerspenstigkeit, der rebellische Geist sozusagen ausgetrieben. Rute und Tadel gibt Weisheit. Aber ein Knabe sich selbst überlassen, wie das heute von dieser antiautoritären Erziehung so propagiert wird, ein Knabe sich selbst überlassen, der macht seiner Mutter Schande. Der macht seiner Mutter Schande. Ein ungebändigtes Kind bringt Schande über die Mutter, da sie ihn hätte zurechtweisen sollen, aber scheinbar nicht in genügender Form zurechtgewiesen hat. In Sprüche Kapitel 22 lesen wir Vers 6. Sprüche Kapitel 22 und Vers 6. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Schauen Sie, hier wird die Gewöhnung an den richtigen Weg im Kindesalter angesprochen. Und die Bibel sagt uns, wenn der Knabe dann alt wird, weil er sich eben an diesen richtigen Weg gewöhnt hat, der wird ihn dann auch nicht unbedingt verlassen. Nun, die Ryrie Study Bible kommentiert hierzu wie folgt. Die schreibt, dass der Weg für die Gewohnheiten und Interessen des Kindes ausschlaggebend ist. Dabei muss seine Individualität und Neigung in Erwägung gezogen werden, in Abstimmung mit dem jeweiligen Grad der physischen und geistigen Entwicklung. Also man kann von einem Kind nicht zu viel verlangen, alles auf einmal. Man muss zunächst einmal sehen, was für Neigungen ein Kind hat. Wenn ein Kind zum Beispiel Neigungen dazu hat, in technischer Hinsicht etwas zu erreichen, aber nicht unbedingt in praktischer Hinsicht, dann soll man ihn nicht dazu zwingen, unbedingt jetzt einen praktischen Beruf zu ergreifen, der aber den Neigungen des Kindes nicht entspricht und umgekehrt. Und es geht dann auch darum, wie viel von einem Kind zum jeweiligen Zeitpunkt erwartet werden kann. Es ist ja heute so in unserer westlichen Welt ganz besonders, dass ein Kind viel zu schnell alt wird und dass in vielen Fällen ein Kind gar nicht mal mehr die Möglichkeit hat, ein Kind zu sein. Das Schlimmste ist natürlich dieses Vorbild von jungen Kindern, die in dem Hollywood-Klima groß werden. Und das ist eine furchtbare Sache. Und in den meisten Fällen werden diese jungen Stars dann nachher auf Wege gelenkt, die total verkehrt sind. Drogenmissbrauch, frühzeitigen Heiraten und Scheidungen und so weiter und so fort. Lassen wir unserem Kind die Kindheit, soweit es möglich ist. Aber gewöhnen wir es im Kindesalter bereits daran, das Richtige zu tun, seinen Neigungen entsprechen und dann wird dann auch nicht davon ablassen, wenn er älter geworden ist. Und so wird auch wiederum hier im Buch Titus, schauen wir uns dies kurz an, im zweiten Kapitel, etwas über Frauen gesagt, über Mütter und was deren Verantwortung ist. Titus, Kapitel 2, und die Verse 4 und 5. Es wird hier von den älteren Frauen gesprochen. Und die sollen in Vers 4 die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen seien, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Es geht also hier darum, unter anderem, dass sie ihre Kinder lieben sollen, dass sie ihren Kindern Zeit widmen sollen. Sie sollen häuslich sein. Es ist nicht unbedingt eine gute Lektion, dass junge Mütter außer Hause gehen, um zu arbeiten. Und manchmal sind diese Dinge vielleicht nicht zu verhindern, aber das ist natürlich nicht das Ideal. Absolut nicht. Junge Mütter haben eine Verantwortung ihren Kindern gegenüber. Schauen wir uns in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 15 an. 1. Timotheus Kapitel 2 und Vers 15. Da wird von der Frau gesprochen und da heißt es, sie wird aber selig werden, dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Eine grundsätzliche Aussage wird hier getroffen und die ist die,
dass durch das Gebären der Kinder die Frau selig wird oder am Leben bleibt, aber auch, dass die Kinder, wenn sie in richtiger Weise großgezogen werden, nicht frühzeitig sterben. Die Ryrie Study Bible schreibt Folgendes zu dieser Stelle: Die größte Leistung einer Frau in der Hingabe zu ihrer göttlich bestimmten Rolle besteht, ihrem Mann zu helfen, Kinder zur Welt zu bringen und ein besonnenes, tugendhaftes Leben zu führen. Aber mehr noch wird hier ausgesagt. In der Lamsa-Übersetzung hört sich nämlich die Stelle wie folgt an. Da heißt es, wenn ihre Nachkommen, also die Nachkommen der Mutter, wenn ihre Nachkommen das Leben weiterhin nach dieser Besonnenheit und Tugendhaftigkeit ausrichten, wird sie, nämlich die Mutter, durch ihre Nachwelt weiterleben. Also hier wird die Bedeutung der Kindererziehung und die Konsequenz, die Frucht der richtigen Kindererziehung in den Kindern zum Ausdruck gebracht. Es ist also wirklich eine Freude für eine Mutter, ihre Kinder dem Wort Gottes getreu aufwachsen zu sehen. Und es ist eine Schande für die Mutter, wenn der Knabe sich selbst überlassen den falschen Weg geht. Immer und immer wieder finden wir in der Bibel die Verantwortung der Eltern im Hinblick auf ihre Kinder. Ich möchte hier noch ein paar Minuten verwenden zum Abschluss dieser Predigt, um auf ein paar biblische Beispiele einzugehen. Denn manchmal sagt sich vielleicht die Frau, wenn sie alleine ist, sie ist vielleicht eine alleinstehende Frau, die ihre Kinder erziehen muss, ja, was für eine Chance habe dann ich? Ich habe ja jetzt keinen Mann, der mir dabei hilft. Oder aber vielleicht ist es so, dass ein Elternteil bekehrt ist, wie man dies so sagen will. Mit anderen Worten, ein Elternteil ist ein gläubiger Christ, aber der andere Elternteil will vom Christentum absolut nichts wissen. Besteht da eine Möglichkeit, dass man gleichwohl seine Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn erziehen kann? Und zunächst einmal kurz eine Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, die uns etwas sehr Wichtiges deutlich macht. In 1. Korinther, Kapitel 7 und Vers 14. 1. Korinther, Kapitel 7 und Vers 14. Da heißt es, der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Mit anderen Worten, selbst ein gläubiges Elternteil kann seine Kinder dazu bringen, dass sie Gott suchen und finden. Sie sind heilig, sie sind ausgesondert zu dem Zweck, Gottes Angebot seiner Berufung anzunehmen. Und selbst das ungläubige Elternteil, mit anderen Worten, der ungläubige Partner, kann durch das Verhalten des gläubigen Partners auch dazu geführt werden, den Weg Gottes zu akzeptieren. Auch dafür gibt es viele Beispiele, die ich in einer der nächsten Predigten erwähnen will. Also, es ist schon richtig, dass ein gläubiges Elternteil durchaus in der Lage ist, die Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn zu erziehen. Wenn wir zurückkehren zu dem Alten Testament, da finden wir eine interessante Stelle im 2. Buch Chronik. 2. Buch Chronik, Kapitel 28 und die Verse 1 bis 4. 2. Buch Chronik, Kapitel 28 und die Verse 1 bis 4. Und es geht hier um das Beispiel von einem König mit dem Namen Ahas. Und da heißt es hier, Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 16 Jahre zu Jerusalem. Er tat nicht, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David, sondern er wandelte in den Wegen der Könige von Israel. Dazu machte er den Baalen gegossene Bilder und opferte im Tal Ben-Hinnom und verbrannte seine Söhne im Feuer nach den greulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte, und opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen.
Also ein schrecklicher König, ein total ungerechter König. Eine Beschreibung eines niederträchtigen Königs wird uns hier vor Augen geführt. Aber schauen wir uns nun an, was nach seinem Tod geschah, als sein Sohn Hiskia sein Nachfolger wurde. Also hier haben wir einen ungerechten Vater, der sicherlich seinen Sohn Hiskia nicht in der Zucht und der Ermahnung des Herrn erzogen hat. Aber schauen wir uns nun an, was mit Hiskia geschah in 2. Buch Chronik, Kapitel 29, die Verse 1 und 2. 2. Buch Chronik 29, die Verse 1 bis 2. Und Ahas legte sich zu seinen Vätern, und sie begruben ihn in der Stadt, in Jerusalem. Denn sie brachten ihn nicht in die Gräber der Könige von Israel. Und sein Sohn Hiskia wurde König an seiner Stadt. Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Zecharias. Und er tat, was dem Herrn wohl gefiel, wie sein Vater David. Warum? Wieso ist das möglich im Hinblick auf das schreckliche Beispiel seines eigenen Vaters? Es muss einfach auf den positiven Einfluss seiner Mutter zurückzuführen sein, die hier ja namentlich erwähnt wird. Die Mutter mit dem Namen Abi. Und diese Geschichte findet nun ihre Fortsetzung im 2. Buch Könige. Kapitel 20, die Verse 21 und dann im 21. Kapitel und die Verse 1 bis 2. Also im 2. Buch Könige, Kapitel 20 und Vers 21 und in Kapitel 21 und die Verse 1 bis 2 findet sich die folgende weitere Erzählung von Hiskia. Und Hiskia legte sich zu seinen Vätern. Und sein Sohn Manasse wurde König an seiner Stadt. Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 55 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Hefsiba. Und er tat, was dem Herrn missfiel, nach den gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte. Also hier hatten wir einen gerechten König, den Hiskia. Und gleichwohl wurde sein Sohn Manasse einer der schlimmsten Könige. Warum? Wie gesagt, Hiskia war ein gerechter König. Er hatte sicherlich viel dazu beigetragen, seinen Sohn in der Zucht und der Mahnung des Herrn zu erziehen. Aber das Problem war, dass sein Sohn Manasse gleichwohl zu einem der schlimmsten Könige in der Geschichte des Reiches Juda wurde. Er wurde zum König ernannt, als er 12 Jahre alt war, also noch sehr jung. Und hier wird seine Mutter, Hefsiba, namentlich angeführt. Es ist offensichtlich, dass ihr schlechter Einfluss auf ihren Sohn Manasse der maßgebende Grund für sein gottloses Verhalten war. Er brachte seiner Mutter auch Schande, dadurch, dass er nicht dazu angehalten worden war von seiner Mutter, den Weg Gottes zu gehen. Auf Manasse folgte dann sein Sohn Amon, wiederum ein schrecklicher, ungerechter, abscheulicher König. Aber nun achten wir auf den Nachfahren Amons. Sein Name war Josua. Wir lesen dies in 2. Könige, Kapitel 22, die Verse 1 bis 2. 2. Könige 22, die Verse 1 und 2. Josua war 8 Jahre alt, also noch jünger als der andere schlimme König, der 12 Jahre alt war. Der Josua war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida, eine Tochter Adajas aus Boskat. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte ganz in dem Wege seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Schauen Sie, Josua war erst 8 Jahre alt, als er König wurde. Sein Vater war ein schrecklicher König gewesen.
ein schrecklicher Vater. Aber hier wird seine Mutter ebenfalls namentlich erwähnt. Ihr Name war Jedida. Obwohl er der Sohn eines beschämenden Königs gewesen war, wurde er einer der rechtschaffensten und herausragendsten Könige aller Zeiten. Auch hier ist geradezu offensichtlich, dass seine Mutter Jedida ihn in der Furcht Gottes erzogen haben muss. Zum Abschluss schauen wir uns das Beispiel an, das über Josua gesagt wird, in 2. König, Kapitel 23. Und ich hoffe, Ihnen mit diesen Stellen gezeigt zu haben, dass die Rolle der Mutter bei der Kindererziehung ausgesprochen wichtig ist und dass sie einen Unterschied machen kann, den sie vielleicht sich gar nicht zunächst vorgestellt hat. Auch wenn sie vielleicht ganz alleine da steht oder wenn der Ehemann in keinster Weise etwas von der Bibel von Gott wissen will. Hier dieses Beispiel von Josua hat uns dies gezeigt. 2. Könige, Kapitel 23 und Vers 25. Das wird über diesen König Josua gesagt. Seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz des Mose, und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Was für eine wunderbare Erzählung und was für ein Zeugnis der gerechten Mutter Jedida, die dazu beigetragen hat, aus ihrem Sohn einen solch gerechten König zu machen. Denken wir daran, meine Damen und Herren, was für eine wichtige Voraussetzung wir als Eltern mitbringen müssen, unsere Kinder zu erziehen. Und achten wir diese Verantwortung niemals zu gering. Sie kann einen Unterschied machen, der zwischen Leben und Tod maßgeblich sein kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.